Hallo zusammen, heute habe ich bei mir den Pedram von Leaf Republic. Schön, dass du bei mir bist. Stell dich doch kurz vor und das, was ihr macht. Mein Name ist Pedram, ich bin einer von den Gründern von Leaf Republic. Wir haben lange Zeit nach einem Rohstoff gesucht, womit wir Einwegverpackungen und überhaupt Lebensmittelverpackungen machen können, das nicht aus Pappe oder Plastik besteht oder Styropor, und sind dann vor 3 Jahren fündig geworden und haben geforscht und entwickelt, ein Team aufgebaut, und heute langsam peu à peu gehen wir auf den Markt. Ihr habt jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für ein echt cooles Produkt. Hast du es zufälligerweise bei dir liegen, was du zeigen kannst? Nee, habe ich nicht, aber auf Kickstarter könnt ihr es sehen. Ich habe es nicht auf meinen Schreibtisch. Okay, vielleicht versuche ich es nachher mal irgendwie einzublenden. Ja, aber das Coole ist halt, ihr produziert ja so Einwegteller, Grillteller aus Tatsache Blättern. Und das Ganze ist ja biologisch abbaubar und sehr umweltfreundlich. Möchtest du was dazu erzählen? Nee, möchte ich nicht, natürlich. Deswegen machen wir das Interview. Die Sache ist, vor vielen Jahren haben wir uns mal überlegt, es kann doch nicht sein, dass wir Bäume, die zwischen 60 und 120 Jahre gebraucht haben zu wachsen, dass wir die abholzen und daraus dann Zellstoff herstellen. Aus dem Zellstoff stellen wir Papier her, aus dem Papier stellen wir dann, bedrucken wir sie und machen Tageszeitungen, dann lesen wir sie für 2 Stunden und schmeißen sie weg. Oder wir machen Pappteller daraus, das ist ja ein Witz. Und früher war das so, dass in alten Völkern wir uns sehr stark von der Natur ernährt haben. Das haben wir verlernt mit der Zeit. Und das versuchen wir jetzt zu modernisieren mit ein besseres Design und Technologien, dass wir sagen, wie können wir es serienmäßig machen, wie schaffen wir es dann in einer Stunde 1 Million zu produzieren, obwohl das Naturrohstoffe sind. Und das war die große Herausforderung, womit wir vor 3 Jahren gestartet haben. Also ihr pflückt dann quasi wirklich von den Bäumen die Blätter ab. Oder wie kann man, also sie werden von den Bäumen abgepflückt und dann verarbeitet. Habt ihr irgendwelche speziellen Bäume, die ihr dafür nutzt oder irgendwelche Arten? Ja, wir haben lange Zeit nach überhaupt Rohstoffen gesucht. Wir wussten ja gar nicht, was wir suchen. War ja nicht so, dass wir gesagt haben, hey, da muss es auch ein Laubblatt geben, lass uns rausgehen und finden, sondern lass uns einfach einen Rohstoff suchen. Und wurden dann fündig in Asien und Südamerika. Das ist eine Schlingpflanze. Und das Tolle ist, nach der Pflückung der Blättern bleiben die Blättern grün. Das können wir mit einheimischen Pflanzen nicht machen. Man kennt es ja von Ahorn, Herbst, ja, sie zerbröseln und werden zu Staub. Und diese Blätter bleiben einfach grün, sie sehen toll aus. Und das war so der Gedanke, wo wir gesagt haben, hey, vom Optischen her passt, lass uns jetzt im Labor mal testen, ob es technisch auch funktioniert. Aber ihr müsst dann quasi auch diese Blätter auch importieren dann aus Asien. Ja, wir müssen die Blätter importieren, wie ganz normale Rohstoffe auch. Also das Öl importieren wir ja auch aus den OPEC-Staaten. Und unsere Bananen und unsere Kiwis werden ja auch irgendwoher importiert. Auch die Verpackungen, die wir jetzt auf dem Markt haben, also Pappteller, Pappbecher, die man kennt für Coffee to go, die werden ja auch aus China irgendwo importiert. Also an irgendeinem Tod werden wir sterben. Aber wir hatten die Wahl zwischen schlecht, schlechter, am schlechtesten und haben uns dann für schlecht entschieden. Ich finde es beeindruckend, weil es ist doch, auch wenn es importiert wird oder sonst was, ich finde es einfach, es ist eine geniale Idee. Wir haben ja auch gestern schon mal kurz darüber gesprochen, bei wie viel Grillausflügen in der freien Natur dann Tatsache die Pappteller irgendwo im Gebüsch landen und dann da vor sich hinmodern oder ganz einfach auch unsere Umwelt verschmutzen in dem Sinne. Und auch wenn man jetzt weiterdenkt, sie landen dann vielleicht irgendwann im Ozean oder sowas, das ist ja eine enorme Verschmutzung, die da stattfindet. Und da habt ihr ja wirklich einen sehr interessanten Weg gefunden, der aber ja auch mit Papptellern, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht aufhören soll, sondern ihr geht dann noch weiter. Ja, das ist noch ein bisschen noch Geheimnis. Du hast recht, Dennis, ich bin bei dir. Die Sache ist, wir haben 6-mal mehr Plastikpartikel in den Weltmeeren anstatt Plankton. Und die Fische denken, das ist Plankton, essen es. Ja, die Partikel sind so klein, dass sie sich nicht mehr abbauen lassen. Wir essen irgendwann die Fische, also wir nehmen eigentlich das, was wir wegschmeißen, wieder in uns selber auf. 78% des weltweiten Müll ist eigentlich Papier und Plastik, muss man sich mal auf die Zunge gehen lassen, ja. Und wir holzen jährlich Wälder in Größe von Griechenland, England, beide gleich groß, Griechenland hört sich besser an, in Größe von Griechenland ab, ja, um Papier zu produzieren, Taschentücher, Klopapier, obwohl wir es nicht nötig haben. Wir könnten auch wirklich Pflanzen pflücken, wir könnten Blätter pflücken,
und die dann zu Zellstoff verarbeiten. Und da sind wir auf die Idee gekommen, hey, wenn wir schon Einwegverpackungen machen, die verdammt cool aussehen, weil sie so grün sind und so weiter, brauchen wir ein Inlay, weil Pappteller müssen irgendwo auch wasserdicht sein. Es muss die Soße aushalten für eine bestimmte Zeit. Also haben wir dann unsere Laubblätter zu Zellstoff verarbeitet und haben gemerkt, toll, wir können ein Papier produzieren, das wasserdicht ist, und haben dann einen Schritt weiter gedacht, wenn wir Papier produzieren können für uns, warum können wir nicht Papier für die Öffentlichkeit auch produzieren? Dann haben wir mit der LMU sehr stark gearbeitet, mit der Ludwig-Maximilian-Universität. Wir haben mit der Technischen Hochschule sehr stark gearbeitet. Dort gibt es eine Ingenieurabteilung für Papier. Und sind drauf gekommen, dass wir 35% Ertrag haben an Zellstoff. Und das mal in Zahlen und Bildern auszudrücken: Wenn du ein Kilo Holzstamm nimmst, kannst du daraus 450 Gramm Papier herstellen. Wir können aus einem Kilo Laubblatt 350 Gramm Papier herstellen. Aber dieser Baum hat mal 80 bis 120 Jahre gebraucht zu wachsen. Unsere Rohstoffe wachsen viermal im Jahr nach und es muss kein Baum dafür mehr gefällt werden. Und so entstand die Idee, auch Zellstoff herzustellen, zu patentieren, und dann auch schon für die Zukunft andere Steps anzusetzen und sagen, wir wollen Kaffeebecher machen, wir wollen Klopapier machen, wir wollen Tapeten machen, wir wollen Ölfilter machen, Kaffeefilter machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Produkte herzustellen, wenn man Zellstoff hat. Es ist unglaublich, dass man durch Zufall auf seine Kampagne aufmerksam wird bei Kickstarter, wo einfach nur 50.000 Euro gesammelt werden sollen. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist ja wirklich eine Revolution in der Art, wie wir ja, Verpackungen auch nutzen. Ja? Sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, du sagtest vorhin schon im Prinzip, die 50.000 Euro ist ein schönes Ziel, aber wenn man sich mal anguckt, eure Büroräume und die Arbeit, die ihr ja auch schon da reingesteckt habt, dann sind die 50.000 Euro ja auch eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ihr werdet ja wahrscheinlich auch schon sehr viel Geld ausgegeben haben, um dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid. Ja, das stimmt. Die 50.000 Euro würden jetzt uns nicht so großartig helfen, das Ganze umzusetzen. Wir haben das Ganze ja schon vor 3 Jahren angefangen anzutreiben. Insgesamt sind wir 46 festangestellte Mitarbeiter. Wir besitzen in München 2.000 Quadratmeter Produktion, Lagerräume, Forschung, Labore und Entwicklungsräume. In Asien haben wir und Südamerika haben wir nochmal 3.000 Quadratmeter an Lagerräume. Über 2000 Freelancer arbeiten für uns international. Wir arbeiten mit sehr vielen Regierungen schon seit Jahren zusammen im Geheimen und haben dann weiter geforscht. Wir haben mit sehr vielen Institute, internationale, von Bangladesch bis Nepal, arbeiten wir mit sehr vielen Instituten zusammen und entwickeln das Produkt weiter. Wir haben das ziemlich 3 Jahre lang unter, sagen wir mal, in unseren Räumen hier gehalten, und haben es der Weltöffentlichkeit nicht erzählt. Und Kickstarter ist einfach nur für uns so ein Step nach draußen zu gehen und sagen, hey, wir bringen mal Produkt 1 jetzt raus, stellen das mal der Weltöffentlichkeit vor, weil es ist ja auch ein also Business-to-Consumer-Produkt, aber alle anderen Produkte ist mehr B2B und das braucht noch Zeit, noch ein bisschen. Da haben gerade ein paar Testkunden haben wir gestartet, jetzt in der Schweiz, in Stuttgart, München, fahren wir diverse Tests in den Märkten und gucken, wie das Produkt dort ankommt. Wir haben insgesamt 7 verschiedene Produkte in den 3 Jahren auf die Beine gestellt, die unterschiedlich sind, aber sie 100% nachhaltig sind. Sehr, es ist sehr beeindruckend. Also auch diese Relationen, die Größenordnungen, die du da gerade gesagt hast, es ist wirklich sehr beeindruckend. Und jetzt habt ihr quasi auch die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Du meintest auch, eigentlich ist das Geld eher das sekundäre Ziel, sondern wirklich rausgehen auf den Markt, mal über das eigene Produkt reden und das eigene Produkt auch nach außen einmal zu kommunizieren. Und ja, also ihr seht auch Crowdfunding viel mehr als Marketing-Tool, wenn ich dich da richtig verstehe. Und Ja. das eigentlich Spannende ist, dass, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt darüber reden darf, aber dass ihr auch die Hoffnung hattet, einfach über Crowdfunding oder andere Investoren auf euch aufmerksam zu machen. Und was auch wirklich dann eventuell auch schon funktioniert hat. Also ehrlich, wenn wir das Geld gebräucht hätten und der Gedanke wäre, wir gehen über Crowdfunding, dann hätten wir von achtstelligen Beträgen gesprochen. Ziel war einfach, ein bisschen auf den Markt zu gehen und ein Statement zu bekommen, so ein Feedback. Wie kommt es an? Gibt es da
irgendwelche Vorschläge. Wir haben auch sehr viele Vorschläge, die wir jeden Tag in Facebook haben. Wir haben letzte Woche, hätten wir nie gedacht, über 220.000 Bewegungen in einer Woche bei uns auf der Seite gehabt. Es ist mega. Viele Jugendliche in unserem Alter, unsere Generation, haben das Produkt in Facebook gesehen und im Internet. Radiosender haben berichtet, Fernsehsender berichten gerade jetzt, also es kommt jetzt im Fernsehen, Zeitungen haben darüber berichtet. Viele Jugendliche haben dann ihre Eltern darauf aufmerksam gemacht, eigentlich das, was wir wollten. Die Eltern sind etabliert im bestimmten Business, wo sie ein Netzwerk haben und sie haben dann ihre Netzwerken eingeschaltet und dann stehen die Leute jetzt bei uns vor der Tür und sagen, wir wollen das live sehen, uns interessiert das, wir finden, da ist sehr Potenzial dahinter. So kommen wir jetzt Stück für Stück an die Gelder ran, an die Finanzierungsrunde, die wir uns angesetzt haben. Und Kickstarter ist ein Riesensprung, obwohl jetzt über 40%, nur 40% in einer Woche finanziert wurde, und das ist auch nicht wenig bei Kickstarter, ist eigentlich der Background, Investoren anzusprechen. Und der Plan ist gut aufgegangen. Super. Wie habt ihr euch denn aber jetzt für die Kampagne wirklich vorbereitet? Wie viel Zeit habt ihr vorab da rein investiert? Wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht. Also wir haben eine Liste an Bloggern aufgesetzt, international, eine Liste an Social Networks, an Seiten, wo man da posten kann, mit Admins sprechen kann. Was ich toll fand, waren die Blogger. Das war sehr stark. Man sieht ja auch bei Kickstarter, von welcher Seite die Kunden kamen, wie viel sie ausgegeben haben. Und das meiste kam wirklich durch Kickstarter selber und einmal durch Blogger. Und das drittgrößte war durch Facebook. Aber bei Facebook haben wir gemerkt, ist zu teuer. Ja? Das heißt, du musst 2 € ausgeben, um 4 € einzunehmen oder 5 € einzunehmen. Und für uns ist es sehr interessant, weil wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind mit diesem ganzen Finanzsystem, Internet, Crowdfunding. Und ich finde, das hat sehr viel Potenzial, wenn man das professionell genug angeht, wenn man das monatelang perfekt plant mit mindestens einem Team von 5 Leuten. Kann ich mir jetzt auch vorstellen, warum solche siebenstellige Summen bei einigen so lustigen Produkten zustande kommen, ja, weil jetzt verstehe ich es warum. Aber man braucht ein Team, man braucht Agenturen, Promotion dahinter. Und ich glaube, meine Info da draußen an die Leute, die gern Crowdfunding machen, ist, nehmt euch schön Zeit, viel Zeit, braucht ein Team, ihr könnt das nicht alleine und ihr müsst das perfekt vorbereiten vom Timing, vom Plan her, vom Terminkalender, dass das auch sich perfekt überkreuzt. Das wäre mein Tipp an die Generation da draußen. Aber natürlich ist es auch für ein, ich sage mal, sexy Produkt einfacher, das Geld einzusammeln, als es halt für eher langweilige Produkte ist. Und da habt ihr, glaube ich, genau eigentlich so den Nerv der Zeit getroffen. Ihr habt ein nachhaltiges Produkt. Es bringt die Leute zum Nachdenken. Es ist emotional, wenn man ja darüber nachdenkt. Und ich glaube, da habt ihr dann auch trotzdem noch echt einen Vorteil mit eurem Produkt gehabt. Ja, die Ziel war ja, einen Rohstoff zu bauen, zu erfinden, dass man später nicht mehr irgendeinen Müllsack stecken muss. Ja, also wenn ich grill sehr gerne in München an der Isar. Ich weiß nicht, ob viele von deinen Zuschauern Münchner sind. Flaucher ist so ein Zeichen. Man trifft sich im Sommer und man spielt Gitarre und überall wird gegrillt. Wenn man sich den nächsten Tag mal dort anschaut, das sieht man auch dann, wenn man zu viel getrunken hat und einschläft, ja, den nächsten Tag meistens, den nächsten Morgen, liegt da so viel Müll herum. Und da war die Idee geboren, hey, warum können wir nicht Teller produzieren oder Einwegteller und dann, nachdem wir fertig sind, dass wir es wegschmeißen? Und das geht automatisch zur Natur zurück. Und unser Produkt baut sich innerhalb von 28 Tagen ab, ja, unter Industriekompostbedingungen. Eigentlich, es ist nichts anderes als Laubblatt. Da ist nur mit Wasser, Wärme und Sonne bearbeitet worden. Kein Chemie, kein Farbstoffe, kein Geruchsstoffe, kein Geschmacksverstärker, kein Kleber, kein Öl. Wir arbeiten nur mit diesen drei Elementen. Sonne, Dampf, also auch Dampf, Wasserdampf sehr stark und Hitze. Du hattest mir noch gesagt, dass die Blätter auch untereinander vernäht sind. Womit Ja, ihr das war die größte Herausforderung. Also wir haben ein tolles Laubblatt entdeckt und du kennst ja Laubblätter, Handfläche groß. Ja, Ja. klar. Und die Frage war, wie kriegen wir sie zusammen, dass sie so einen runden Teppich ergeben, damit wir sie pressen können.
Also mussten wir einen Weg finden. Und dann sind wir fündig geworden, dass wir sie mit Grashalmen vernähen und nicht mit Schnur oder Baumwolle, weil Baumwolle, obwohl es auch nachhaltig klingt, ist aber nicht biologisch abbaubar. Also Nylon konnten wir auch nicht nehmen, kleben wollten wir nicht, obwohl wir ein halbes Jahr lang nach nachhaltigen Kleber gesucht haben und mit BASF sehr stark gearbeitet haben und am Ende das Projekt doch aufgegeben haben, weil es kam einfach nicht in Frage, aus Deutschland Kleber herzustellen, nach Asien zu schicken, damit sie nach Südamerika, damit sie Laubblätter verkleben. Also haben wir einen Weg gefunden, wie man mit Grashalmen und mit Bambussticks Blätter sehr schön miteinander vernähen kann, die sich dann auch wieder abbauen in der Natur. Das war ja immer das Grundziel. Wir haben einen Slogan in der Firma, das heißt, I'm like you, I'm different. Wir sind wie du, wir sind anders. Sei anders als alle da draußen, aber sei immer nachhaltig, egal was du tust. Unsere Maschinen, als wir die entwickelt haben mit unseren Maschineningenieuren und Maschinenbauern, war auch so, dass wir gesagt haben, die müssen ohne Strom laufen. Klar, die Werkzeuge brauchen Hitze, ja, und natürlich unsere Maschinen laufen mit Luftdruck, also mit Luft. Irgendwo muss diese Luftdruckmaschine natürlich per Generator angetrieben werden, aber trotzdem ist es nachhaltiger, als jede Maschine mit einem eigenen Stromkabel zu versorgen. Und das war immer das Ziel. Egal, was du tust, würde die Mutter Natur das erlauben und ist es nachhaltig. Und wenn es nachhaltig ist, fang das Projekt an und beende es so schnell wie du kannst. Ansonsten lass es liegen, weil wenn es sich nicht abbauen lässt, dann brauchen wir auch nicht dran zu forschen. Sehr, sehr schön auch, dass ihr in eurem Unternehmen wirklich eine solche Philosophie habt und diese auch verfolgt. Also sehr inspirierend und ich glaube, es müssen viel, viel mehr Unternehmen müssen wirklich sowas finden, woran man sich wirklich festhalten kann. Also wirklich eine Philosophie. Ob das jetzt nachhaltig ist oder ob es was anderes ist, ja, beispielsweise tu alles für den Kunden oder was auch immer. Aber ich glaube, eine solche Philosophie ist auch sehr wichtig beim Teambuilding, um auch gemeinsame Ziele zu verfolgen. Wenn du wüsstest, das Team ist so international. Ich kenne kein Startup, das so international ist wie wir. Wir haben Menschen aus Nigeria, wir haben Menschen gehabt aus Israel, wir haben Menschen aus Iran, wir haben Flüchtlinge bei uns aufgenommen, die wir integrieren im System, arbeiten mit Stadt München sehr stark zusammen und haben da einen Jobplan auf die Beine gestellt. Wir haben Menschen aus Türkei, wir haben Menschen aus Polen, wir haben Amerikaner bei uns. Wir haben Deutsche bei uns natürlich. Es ist so international gemixt und genau dieser Mix macht es einfach. So viele kreative Menschen, die ganz andere Perspektive auf Sachen haben, sehen Sachen auch anders und kommen ganz anders, agieren ganz anders zu Lösungen. Und das ist das Tolle. Also wir sind bunt wie nichts anderes. Sehr schön, auch bestimmt diese Internationalität und auch, dass die Menschen reisen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass sie sehr viel reisen und dass sie einfach auch die Welt von anderen, ja, aus anderen Blickwinkeln kennenlernen, hilft wahrscheinlich auch wirklich bei dieser Innovation und Definitiv. beim kreativen Denken, ja, auch, ne? Also ich würde jedem raten, nach dem Studium, wenn jemand gründen möchte, nach dem Studium erstmal eine Auszeit zu nehmen und einfach mal zu reisen. Einfach einen Rucksack zu nehmen, kostet auch nicht viel Geld. Am besten irgendwo in Asien anfangen und Südamerika aufzuhören. Und mein zweiter Rat wäre, seid achtsam, seid aufmerksam, sondern geht nicht einfach an etwas vorbei, sondern schaut euch alles mal an, seid neugierig. Ich bin auch so auf die Idee gekommen und wir sind immer noch, wir reisen sehr gern durch die Welt und schauen uns noch andere Sachen an. Und wir haben so tolle Produkte gefunden. Und hier bei Leaf Republic sind wir eigentlich ein Verein von, wie sagen, ich sage es ganz offen, wir sind Freaks. Hier ist ein Zufluchtsort, ja, eine Brutstätte für Freaks. Und jeder von diesen Freaks bringt etwas rein und kann es erfüllen. Das ist ein Riesenspielplatz. Und wir haben so viele Möglichkeiten zu testen und zu machen. Wir haben so viele Möglichkeiten, um Sachen zu entwickeln und zu forschen. Wir haben so viele Biologen bei uns. Wir hatten Physiker bei uns. Wir arbeiten mit Maschineningenieuren zusammen. Wir arbeiten mit Industriedesignern zusammen, BWLer. Barbara ist, was ist nochmal Barbara? Psychologin, ja, Sozialpsychologen. Das ist das Schöne, wenn so viele Menschen zusammenkommen und dann einen roten Faden finden und sagen, lass uns diese Reise gemeinsam angehen. Ist ein tolles Ding. Und da sind in 3 Jahren so viele Produkte entstanden, wir können es kaum abwarten, das auf den Markt zu schmeißen. Cool. Ja, ich bin begeistert.
An der Stelle, ich würde, denn das hat uns auf jeden Fall oder mir auch einen sehr schönen Einblick gegeben. Wie gesagt, ich bin begeistert von eurem Produkt und ich bin gespannt, was da noch kommt. Aktuell noch bei Kickstarter, Leaf Republic. Wenn man sucht, wird man sicherlich auf eure Kampagne stoßen. Und ja, großartiges Unternehmen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und wünsche dir und deinem Team natürlich auch noch für die nächsten Wochen der Kampagne und darüber hinaus natürlich noch viel Erfolg. Vielen Dank. Ich danke dir, Dennis. War schön, dich kennenzulernen. Ciao. Ciao.